powered by Unity. Ja. Okay. Willkommen Leute zu einem neuen Indie-Horror-Projekt. Und wie ihr seht, es ist Forest. Ich habe mal so im Internet nach Indie-Horror-Spielen gesucht und habe dabei das hier gefunden. Es sollte gruselig sein. So ähnlich aufgebaut wie Slender. Nur, glaube ich, verfolgt er uns etwas anderes als Slender. Ich weiß es überhaupt gar nicht. Ich spiele es ja jetzt heute zum ersten Mal. Und ja, dann glaube ich, wenn wir mal anfangen. Ich glaube, ich gehe jetzt auf Optionen, Maussensibilität. Ich glaube, da ist nichts mehr zu machen oder so. Start. Draußen oder innen. Achso, wieso jetzt meine Stimme jetzt so komisch ist. Ich bin jetzt gerade aufgestanden. Und es ist relativ früh am Morgen. Also, ja. Wir schauen erstmal draußen. Okay. Da hört man etwas. Okay, was gibt's hier sonst noch so? Kann ich jetzt Wasser laufen? Ja. Ein Zelt. Und noch ein Zelt, was mehr oder weniger durch ist. So, ich kann springen. Okay. Sprinten kann ich auch. Oh Mann. Dass die Taschenlampe jetzt hier so nach unten geht, wie bei ersten Slender, ist voll scheiße. Wobei die Person kommt nicht hier auf die Idee, die Taschenlampe ein bisschen höher zu halten, wenn er läuft. Nee, da muss er so auf dem Boden, ne? Damit er sieht, wo er hinstolpert. So. Ich gehe einfach nur mal den Weg entlang. Und erwarte dabei, dass mich jetzt etwas angreift. Voll der Nebel ist hier jetzt schon gruselig. Muss ich wirklich sagen. Ich weiß gar nicht, was mich jetzt erwarten wird. Habe ich schon mal gesagt, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier einsammeln soll. Zum hundertsten Mal. So, ich sprint jetzt mal. Sonst dauert das 100 Stunden, bis ich irgendwo angekommen bin. Ich kriege jetzt langsam ein bisschen Angst. Da ist so ein alter Baum. Irgendwie gruselig aussieht. Habt ihr das schon, so einen Baum schon mal in echt gesehen? Ich schon. Okay. Was ist hier sonst so? Okay, langsam kommt es mir ein bisschen vor, als okay, hier gibt es jetzt Wegabzweigungen. Was? Hä? Was zum Teufel? Hier. Hört man was? Okay. Was ist das denn? Das sieht mehr aus wie Schwert. Ach nee, das ist eine Puppe, oder? Ist das eine Puppe, oder? Okay. Ja! Ich habe mich erschreckt. Was war das denn gerade? Ich wollte jetzt gerade nicht so doll schreien, weil einige von mir schlafen noch. Es ist jetzt gerade halb neun. Ich finde, warum ich so früh aufgestanden bin, weiß ich nicht. Ich habe meine Stimme jetzt ganz kurz ein bisschen leise gemacht. Okay, das sieht mir eher nicht aus wie nach innen. Was war das denn gerade? Das hat mich voll erschrocken, ey. Ich wollte nicht gerade so fest schreien, weil also wenn ich jetzt hier allein wäre, dann hätte ich hier geschrien. Was haben wir denn hier? Ein Haus. Ist was drin? Hey, was ist das denn? Ah, ich glaube, das muss ich jetzt einsammeln. Ich glaube auch, dass dieses Ding jetzt hier aufkreuzt. Aber ich sehe nicht nach hinten. Oder doch? Okay. Meine Hand zittert so. Und meine Füße auch. Meine Beine, meine ich. Ach Gott.
Okay. Nichts in Sicht. Meiner Meinung nach eben zu wenig Verfolgung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt meine Schnauze halten sollte. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Da gibt es einen Weg nach oben. Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, was ist das denn? Ruhig bleiben, immer ruhig bleiben. Ich gehe jetzt mal hier entlang. Okay, ich höre das schon wieder, was? Ich werde mich nicht umdrehen. Ich drehe mich überhaupt nicht um. Okay, oh, da ist ein Kristall. Das kann ich einsammeln. Nur 5? Wie lausig ist das denn? Noch 5 solche Dinge. Vielleicht seht ihr, dass die Kamera so ein bisschen wackelt. Ja, das ist meine Hand, weil sie zittert gerade voll. Ja. Sprint jetzt mal ein bisschen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir es langsam gehen sollten. Dieses Ding ist bestimmt hinter mir. Ich habe auch gerade nicht entziffern können, was das ist. Das ist gerade das Schlimmste dabei. Okay, und der Typ schnauft jetzt ein bisschen. Da gehen wir mal nach oben, oder? Da waren wir noch gar nicht. Nein. Was ist das dort? Seht ihr das? Oh Gott. Was ist das? Oh Gott. Was war das? Scheiße. Okay. Oh Gott. Ich zitter am ganzen Körper, ey. Hier ist nichts. Ist auch nichts. Nee, ich drehe mich jetzt nicht um. Oh. Ich immer wieder, obwohl ich mich umdrehen muss. Okay. Ich sehe immer noch nichts. Deswegen, ja. Und im Hintergrund hört man schon wieder irgendwelche Geräusche. Du bist eine Brücke. Ich glaube, ich müsste die Brücke ändern. Ach, wie komme ich denn zu dieser Brücke? Da oben ist es. Ein bisschen mehr da oben. Warte mal, komme ich da irgendwie hin? Okay. Ich gehe einfach mal irgendwo hin. Vielleicht gehe ich mal wieder zurück nach oben. Ich möchte die Brücke... Ich habe das Gefühl, dass die Brücke irgendwas zu bedeuten hat. Meiner Meinung nach immer noch zu wenig Verfolgung. Da ist es. Ist es das? Ja, was ist das denn? Okay, ich glaube nicht, dass wir... Okay. Ist doch nichts. Ja, nee, wehe, wenn ich jetzt wieder zurückgehen muss, ne? Wo dieses Ding ist. Ich mache einfach mal. Okay, ich kann nicht mehr sprinten. Das ist scheiße. Vor allem jetzt in dieser Situation. Oh Mann, das ist echt voll scheiße, wenn ich nicht weiß, wo dieses Ding ist.
Hat ausgesehen wie ein Mädchen. Ist doch ein Mädchen. Es verfolgt mich. Aber das eine, das war voll hardcore, ey. Ich habe irgendwelches... Irgend so ein Stroh eingesammelt oder so. Und das Ding verfolgt mich, die hat mich verfolgt und das hat mich gleich erwischt. Was hat es denn dagegen, wenn ich mir ein bisschen Holz mitnehme? Ach scheiße. Ich gehe einfach mal irgendwo. War ich da unten schon? Oder war ich hier? Ich habe keine... Ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Okay, da oben war ich, glaube ich, noch nicht. Sieht mir danach aus. Was denn? Was? Oh Gott. Okay, ich habe mir die... Nein. Oh Gott, wo? Oh Gott. Nein! Oh. Scheiße. Okay, Leute, ich glaube, das war's. Wir haben jetzt kurz getestet und... Oh. Wenn ihr das Ende sehen wollt, dann spielt es selber. Ich werde euch den Download-Link in die Beschreibung hinschreiben. Und dann könnt ihr es euch selber downloaden. Also, Leute, ich kann nicht mehr. Also, ciao.